Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das ist mein Wochenupdate Woche 20 aus dem Praktikum als Zeitungsfotograf in Bremen. Kommen wir zum Montag, am Anfang der Woche. Fing alles an mit neuen Autofotos mit Oliver. Da hatten wir ein Audi e-tron GT, glaube ich, war es. Ganz spannend, da ist zum Beispiel sowas hier entstanden. Und danach ging es wieder an den PC. Die Fotos von dem Shooting ein bisschen sortieren, organisieren, einen Link bereit machen, damit er sich die anschauen kann und er mir die Auswahl geben kann, welche er gebrauchen kann für die Zeitung, also für die Arbeit später. Und danach habe ich dann Autofotos, die noch anstanden, bearbeitet. Genau. Danach Mails gemacht und ein bisschen Orga. Das war es auch schon wieder mit dem Montag, so schnell geht's rum. Am Dienstag habe ich weitere Autofotos bearbeitet, ein anderes Shooting. Habe dann Porträts gemacht von einer Influencerin. Da gab es so ein Gespräch für ein Interview und da war ich mit dabei beim Interview und im Nachhinein sollte ich ein paar Porträts machen. Bin aber selber gar nicht so zufrieden mit den Porträts, weil die waren komplett mittags im schlimmsten Sonnenlicht und die Voraussetzung war auch noch, die Vorgabe war noch, dass ich die draußen mache. Unter freiem Himmel mit einer Location, die zu Bremen passt, wo man Bremen erkennt. Und da sich dann so auch die, also dass dann so im Gespräch dann herauskam, dass so die Schlachte am beliebtesten ist bei ihr oder halt, ja, am besten passen würde, war es ein bisschen schwierig mit den Lichtverhältnissen. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ganz zufrieden bin ich jetzt nicht. Genau. Danach noch Mails gemacht und noch ein paar weitere Fotos bearbeitet. Und schon ein bisschen geplant für die nächsten Tage, wie zum Beispiel eine Genehmigung eingeholt für die Drohne, weil wieder was anstand. Dazu kommen wir aber Donnerstag dann erst. Am Mittwoch, da habe ich eine Kanutour mitgemacht. Mit einem Kanadier, wo wir zu zweit drin saßen, die Redakteurin und ich. Das haben wir gemacht fürs Lokale. Da wollten wir abseits von Bremen, weil es gibt in Bremen natürlich auch Touren, die man machen kann, auf Wasser mit Kanus oder Kanadiern. Aber diese Tour haben wir gemacht etwas außerhalb, weil wir wollten ein bisschen Strom schnellen, ein bisschen mehr Action. Das auch mal den Leuten zu zeigen. Da haben wir dann Fotos gemacht, also habe ich dann Fotos gemacht und auch Video. Das Video habe ich aber nicht geschnitten, sondern das Videomaterial habe ich dann quasi dem VJ, dem Videoreporter quasi gegeben, Videojournalisten. Und der dann quasi, ich glaube, der macht noch, er hat daraus dann ein Video gemacht. Ich habe mich quasi auf die Fotos konzentriert. Die muss ich auch noch heute bearbeiten. So, kommen wir zum Donnerstag. Da stand eine Reportage an, eine Langzeitreportage. Nämlich habe ich ja das kleine Weserwehr jetzt über die letzten Monate begleitet, wie es sich quasi verändert, wie es restauriert, wie es repariert wird oder instand gesetzt wird, erneuert wird. Und da habe ich dann ja begleitet, wie das alte Tor rausgehoben wurde. Es waren ja zwei Tore, aber ich habe mich nur auf die eine Seite jetzt konzentriert, die jetzt gerade zum Schluss gemacht wird. Wie das Tor rausgehoben wird, die Vorbereitung dazu und jetzt, wie das neue Tor an dem Tag reingehoben wurde. Genau, das war ganz spannend. Da habe ich mit der Drohne ein paar Fotos gemacht und auch mit der normalen Kamera. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Jetzt muss ich noch das alles ein bisschen durchgehen, sortieren und dann einordnen, welche 8 oder 9 Fotos dann in die Reportage schaffen, um diese ganze Story zu erzählen. Und dann am Abend bin ich dann doch noch zu Breminale gegangen. Die geht ja hier 5 Tage. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Am Mittwoch ging es nicht. Nochmal ein kleiner Rückblick. Am Mittwochabend hätte ich zur Breminale gehen können, aber ich war dann lieber mit dem anderen Praktikanten in Hannover, in der GAF. Da werden fotojournalistische Arbeiten präsentiert. Das war die Vernissage, die Eröffnung von der Ausstellung. Da wollte ich einmal hin, um quasi mir anzuschauen, was Vorgänger hier, die vorher auch mal hier das Praktikum gemacht haben, mittlerweile so machen, die zum Beispiel einen World Press Photo Award gewonnen haben und da die Fotos hingen oder jetzt gerade noch hängen. Also wer möchte, kann gerne nach Hannover gehen in die GAF, lohnt sich aktuell. Das war echt ein schöner Abend. Ich habe viele spannende Bilder gesehen. Mit den Fotografen kam ich ins Gespräch. Das war spannend, gerade jetzt so noch ein bisschen reflektierend, wenn man das betrachtet mit dem Praktikum hier. Also hat dazu ein bisschen so gepasst. Deswegen habe ich mir das angeschaut. Donnerstag halt die Langzeitreportage und dann am Abend bin ich zur Breminale gegangen. Der zweite Tag der Breminale, aber für mich der erste. Ganz spannend. Habe mir dann noch die Presseakkreditierung geholt und
habe dann Fotos gemacht von den Künstlern, bisschen so die Atmosphäre eingefangen, habe die Bilder auch dann hochgeladen bei der Zeitung. Die wurden auch benutzt, ganz spannend, ganz cool, freut mich auf jeden Fall. Und die Bilder habe ich dann auch selber persönlich noch bei Instagram benutzt, hochgeladen, gepostet. Dann kam die Breminale auf mich zu und meinte, die fanden die Bilder auch geil. Und dann haben sie mir, wollten sie auch ein paar posten, habe ich den auch zugelassen. Und das war echt ziemlich cool. So habe ich mich richtig connected hier so ein bisschen. Auch andere Fotografen kennengelernt, das war richtig nice. Und mich mit den Künstlern, den Artists ein bisschen connected, weil ich viel dann Backstage war, habe Backstage-Fotos gemacht. Dazu auch gleich nochmal, das war dann halt der Donnerstag. War echt viel, gerade das ging auch sehr lang nachts. Am Freitag habe ich wieder neue Autofotos gemacht, diesmal mit Anja. Und danach ging es dann wieder zur Breminale. Ja, das Wochenende. Da am Samstag kam eine neue Reportage von mir online mit dem Wasserstoffzug. Die sehen wir hier. War jetzt, fand ich jetzt nicht so die spannendste aus meiner Sicht, aber war ganz interessant, mal diesen Einblick zu bekommen. Und auch nicht so einfach von diesen wenigen Sachen dort spannende Fotos oder Fotos zu erzeugen, die quasi die ganze Story erzählen können. Dann war ich am Samstagabend wieder bei der Breminale und am Sonntag war ich auch nochmal. Das ist mein Wochenende, deswegen auch dieses Wochenupdate am Montag, also jetzt ein bisschen später, anstelle von Sonntag. Ja, das war meine Woche 20. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, gerne in die Kommentare. Über ein Like, ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zur nächsten Woche. Ciao! I'm just looking for